Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Gratis New Horizons mit mir, den Leamslands, der lieben Blue Jenny. Hallo! Und dem lahmenden Leopard Flame. Hallo! Ja, wir haben mehr oder weniger Krisensitzung. Naja, nicht wirklich Krisensitzung. Wir mussten jetzt ein paar Stunden was vorbereiten. Lahmenden? Ja. Weiter? Leopard. Okay. So, genau. Also, wir haben ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was angefragt, mehr oder weniger. Das braucht alles nur Jahrzehnte. Aber wir haben alles vorbereitet, dass wir zumindest zwei von den Processing Factories anfordern können. Ich hoffe, dass sie nicht allzu lange zum Craften brauchen. Okay, ich fordere erstmal nur einen an. Weil der ein bisschen länger zum Craften anscheinend braucht. Genau, also. Was denn? Wenn du das annimmst, was ich gerade gemacht habe an Quests, du kriegst 8 Tungsten-Steel und 32 Titanium. Das bringt mir, glaube ich, nicht mal wirklich was. Aber es ist Tungsten-Steel, falls wir es mal brauchen sollten und du es. Und ja. Dann haben wir es. Kann ich machen. Bla bla bla, make sure. You should have learned how to crack tech by now. If not, go clean up the machine craters in your base. Tobi, mal eine kurze Frage. Ja. Yeah. Hast noch einen Nether Star, 3 Radon-Zellen und noch 2 Quantum-Sterne? Sehe ich so aus. Damit hätten wir nämlich jetzt die nächste Quest abgeschlossen. Sehe ich so aus. Ja, der Nether Star zählt schon, aber. So. Also, ich kriege wieder schöne Effekte. Ich hätte mir vorher vielleicht mal raussuchen müssen, wo das ist. Genau, das heißt, ich muss jetzt im Alloy Blast Smelter den Kram reinlegen. Man kriegt minimal Slowness, kann das sein? Welches Programm muss es haben? 4. Ah, Mist. Flame, töte mich mal bitte. Oh, das höre ich gerne. Wo bist du denn? Ah, wo kommst du her? Ich Los. Soll dich töten, nicht töte andersrum. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Alter, töte Abstand, mich. Mach ich mal Damage. Hau mich zu schlagen. So, jetzt sind die Effekte wenigstens weg. Dann, jetzt nicht mehr. Brauche ich einmal noch eine Drum. Genau, also im Endeffekt, das Zeug ist relativ easy herzustellen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal reingeguckt. Sind einfach die ganzen Crystals von, wie heißt's, von Thorncraft. Einmal ein bisschen maceraten. So, dann bitte. Warte mal, wie viel kommt da raus? Shit. Okay, das reicht. So, einmal ausmachen. Genau. Wir müssen zwar overclocken, aber ich hoffe, dass es einfach so reicht. Dass ich einfach die Kabel da hinlegen kann. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, na. 4 Stück. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt auf IV komme. Ich weiß es nämlich nicht. So. Und so. Und einmal mit der Drum. Überall Fuel rein. Ah, wir haben wieder kein Fuel. Flame. Du meinst immer noch kein Fuel. Ja. Ja, wir haben ein paar Probleme mit Öl. Ist ja gut, hier, bitte sehr. Was sind das für Quests? Macht Jenny das oder machst du das? Ja, ich mach das. Jenny. Achso. Also wenn ich jetzt unseren Belt so. Blast Furnace da abbaue, dann habe ich auch eine Quest geschafft. Okay. Warum klappt das jetzt nicht? Programm 4 auf IV. Der ist Tier EV noch. Oh, jetzt werde ich verdammt produktiv sein. So macht man Quests hier.
Du hast ja gerade abgebaut. Ja, dann guck mal, was ich jetzt hier mache. Was sind das alles für Quests? Hey, warte. Ja. Hey, wo bleibt der? So. Ist immer noch auf Ich hab nichts gesagt. Ach man. Hä, das funktioniert doch so. Ich hab da irgendwie was durcheinander gebracht. EV Energy Hedge, warum kann man das denn jetzt hier nicht overclocken? Eventuell müssen wir gleich mal eben einen Cut machen. Oh, weil das Ding ist auf Tier EV. Ja, und ich habe 4. Oh, muss ich da 2 Energy Hedges reinhaben? Energy Hedge EV. Ah, wir kriegen hier schon wieder Effekte. Ich nicht. Ich schon. Ah, oh, warte. Ich habe wieder ein Rezept falsch eingespeichert. Ja, ich weiß. Ich speichere die immer falsch ein. Tut mir leid. So. Ja, das muss es auch. Ja, also das ist Energy Hedge. Na, einmal so. Und wenn ich jetzt hier Fuel reinmache, klappt das jetzt oder explodiert alles? Explosion. Was? Tier EV immer noch. Warum? Das funktioniert doch so. Ja. Max Energy Income 2048 bei 2 Ampere. EV. Das stimmt doch gar nicht. Gut, da ist das Kabel nicht noch. Kein Wunder, dass es nicht geht. Ich hoffe zumindest, dass das jetzt der Grund war. Weil sonst kriege ich gleich einen Schreikrampf, weil ich keine Ahnung habe, wo der Fehler ist. Also ist immer so eine Frage, wie viel Tungsten brauchst du gerade und benötigst du es? Ja, ich benötige es. Das heißt, und zwar sehr dringend. Wenn du es verbrauchst, können wir nicht weitermachen. Oh. Warum funktioniert dieses schöne Teil hier nicht? Ich verstehe es nicht. Auf EV, aber warum denn EV? Du musst IV sein. Hast du eine Beschäftigung für mich? Ja, du kannst mir eine EV-Bending-Machine bauen. Kann ich nicht, verbrauch Tungsten. Dann verbrauch es einfach. Aber ganz guck voll. Bitte vorher, ob ich die Large Processing Factory wirklich gestartet habe, eine. Bist du dir sicher? Weißt du, wie viel das an Dingens fressen? Ui. Ja, ich bin mir sicher, aber sonst habe ich keine Ahnung, was ich noch machen kann, was ich dir geben könnte. Ja, ich war nämlich sonst an der Assembling dran, aber selbe Prinzip. So, wie sieht's aus? Och, danke, du bist IV, endlich. So, wo ist jetzt der Maintenance-Gedöns? Hallo? Ach, da. So, und... Ich will nichts sagen, aber das Platin. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was damit nicht stimmt. Die Kabel wollen immer noch nicht hergestellt werden. Weil haben wir alles im System. Warum Incomplete Structure, verdammte Schande nochmal? Hä, du hast ja eben funktioniert. Hä? Ja, gut, wir müssen mal eben Cut machen. Ich habe keine Ahnung, warum dieses bescheidene Teil nicht funktioniert. Gut, dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, zum 7. Mal, 8. Mal, irgendwie sowas. Wir haben ein paar Fail-Aufnahmen hinter uns. Mittlerweile ist auch eine Woche für uns ungefähr vergangen, da wir immer wieder ein paar Problemchen hatten. Und ja,
Ende vom Lied ist, dass der Blast Furnace Alloy, wie ist das Ding hier hinten? Alloy Blast Smelter, der anscheinend auch wieder Probleme hat, funktioniert nicht mit mehreren Energy Acceptern oder Energy Hedges. Dementsprechend brauchen wir ein EV Energy Hedge. Dafür brauchen wir Iridium und dafür werden wir jetzt heute ein paar Anlagen aufbauen. Und ich meine, dass ich tatsächlich alles dafür habe. Warum habe ich jetzt... Ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich Dieselturbinen genommen habe. Keine Ahnung. Hey, die Gas-Turbo-Engine hast du nicht... Also für die Turbogas-Turbine 3, also die IV, ja, ist alles da, musst du... Dann automatisier die bitte. Mach ein Rezept draus und speichere ein. Weil wir das eh noch öfters brauchen werden. Deswegen. Genau. Das heißt, das läuft jetzt durch. Keine Ahnung wie lange. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einmal gern hier hinten hin. Wollten wir jetzt ein eigenes ME-System dann nehmen? Ich glaube ja, oder? Das heißt, wir brauchen einen ME-Controller. Wir haben keinen Sand im System. Was? What? Okay. Haben wir dann irgendwo noch Sand? Ach, sicher. Stimmt, ich bringe Sand, du tust dafür... Guck mal, hier. Schmeiß Sand ins System. Das kannst du in den Molekular Acceptor reintun. Wieso ist nirgends mehr Platz frei? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es sah nicht danach aus. Geh mal suchen. Tatsächlich nicht, musst du eine Karte reinpacken. So, dann brauchen wir noch einmal einen... Willst du dich noch näher vorstellen? Könnte ich ja. Energy Acceptor haben wir noch gar nicht automatisiert. Könnte man auch mal machen. So. Ich hoffe, du brauchst in naher Zukunft keine Karten mehr. Warum? Wie viel hast du rausgenommen? Eine. Und das war die letzte? Ja. Ach, die Schande. Sag Bescheid, wenn du es reingepackt hast. Oh. Ist reingepackt. Ein Klick. So, Start. Dann haben wir nämlich das beides und den Rest kann ich dann stückweise aufbauen. Gut, wir müssen nämlich jetzt eine, ja, oder zwei Anlagen eigentlich. Eine wird Flame bauen, eine baue ich. Flame baut eine, die uns Tungsten-Dust produziert. Und ich baue eine auf, die uns Iridium Dust produziert. Warte, bis zum Tungsten? Was? Bis zum Tungsten? Oh Gott, das Willen. Das sind 5-6 Maschinen. Echt? Also das ist nicht viel. Also, ich brauche einmal ein Interface hier und ein Blast Furnace. So. Für den Blast Furnace brauche ich ein Input, ein Output. Output-Bus, Input-Bus. Wenn möglich mit den Multiblöcken arbeiten, richtig? Ja, du kannst die ganze Zeit mit Multiblöcken arbeiten. Mist. Kurz noch eine Frage. Geschlossenes System, sagt's, ne? Ja. Wollen wir einen Abstand zu den Glasscheiben haben oder direkt an den Glasscheiben? Ich glaube, ein Abstand wäre gar nicht verkehrt. So. Und wenn du hierher kommst zu mir, kann ich dir auch ungefähr zeigen, wo du es aufbauen musst. Also, okay. Dann habe ich das beides. Denn? Hinten oder über der Erzverarbeitung sozusagen. Dann sind die Coils und oben der Rest, genau. Ich glaube tatsächlich, dass wir zu wenig Coils haben. Apropos Coils, welche brauche ich? Kupronickel, okay. Doch, über der Erzverarbeitung. Da bin ich. Nein. Doch. Ein tiefer. Hi. Faszinierend. Wir hatten ja noch eine Etage. Ja. So, ich baue quasi jetzt hier die Reihe hin. Ja. Jetzt müssen wir überlegen...
wie du deinen Kram da am besten hinstellst. Glas, Glas. 3, 2, 3 und... Mach es hier mit. Ja. Warum? Ist das billiger? Nein, ja, und dann kannst du es stehen lassen. So, weil... Ja, doch. Wenn wir das so machen, würde es tatsächlich gehen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen sehr quetschend, um es mal so zu nennen. Ja, vor allen Dingen stellst du gerade irgendwas hin, wie du es dir vorstellst. Und ich denke mir einfach nur so, ich habe keine Ahnung, was da hinkommt. Ich bleibe irgendwas auf. So. Hier kommen quasi die anderen Multiblöcke hin. Die 3x3 Dinger. Hier auch. Ich weiß ja nicht mal welche. Ach, die als Kombination hier, ne? Nein, das ist... Also ich meine das hier als Wallshare. Nein, das ist einfach nur die Reihen. Dass wir quasi hier welche haben, dann meinetwegen hier mit Wallshare, dann muss hier der nächste hin. Einfach, ja, wir müssen ja eine Reihe haben. Und wofür sind da die drei hier? Für die zweite Reihe. Dass wir, so können wir jetzt 4 Reihen haben. Darum ging es mir. Aber ich weiß nicht, ob das gequetscht ist. Ich blick da nicht durch. Wir müssen innerhalb, mit den Multiblöcken müssen wir innerhalb eines Chunks bleiben. Ja. So, jetzt mach dir mal die Chunk-Grenzen an. Ich weiß, aber ich habe die ganzen Reihen hier trotzdem nicht verstanden. Ja. Weißt du, so, warte ganz kurz. Ich zeig dir das mal eben, wie ich es meine. Oh, fei. Ich habe keine Ahnung, warum ich 4 habe. So, das ist jetzt quasi eine abgeschlossene Anlage. Also richtig. die beiden, also einmal der Blast Furnace und einmal die drei Dinger hier. Ja. So, dann haben wir jetzt hier quasi in diese Richtung eine Reihe. Ja. Das heißt, die nächste Anlage kann hier einfach anfangen. Mit welchen Blöcken auch immer. Ja. So. Und das Gleiche ist ja, wir müssen jetzt ja mehrere Reihen haben. Und nicht nur eine. Ich hab noch nicht das hier verstanden, was hier dann gemacht werden sollte. Hier soll dann quasi die nächste Reihe hin. Das heißt, du willst hier so einen Eingang. Das ist jetzt gerade die Frage. Eigentlich gefällt mir das auch überhaupt nicht. Mir auch nicht. Wenn wir es so machen. So wird es, glaube ich, aufgehen. Könnte man hier nochmal 2. Da 2. Und hier 2. Könnte man dann zwar nur 6 Reihen insgesamt machen, aber man hätte ein bisschen mehr Luft hier. Okay. Weil mehr geht halt nicht. Also klar, könnte man noch mehr machen, dann machen wir einfach die Maschinen an die Wand ran. Also ans Glas. Ich weiß nicht, weil das Problem ist, da kommen ja auch überall noch die Conduits mit ran und alles. Was machst du da unten schon wieder? Nix. Ja, baust du gerade eine Treppe hoch. Ja, da haben wir jetzt intelligenterweise nicht so viel drüber nachgedacht. Wir sind nämlich ein mieses Thema. Also. Oh, warte, dann könnten wir da einen mehr, da einen mehr. Ja, doch, ich glaube, wir machen es doch direkt an die Wand ran. Also ans Glas. So. Was hältst du davon? Auch wenn ich jetzt wieder alles abreißen muss. So. Ja. Weil hier hast du ja eh sozusagen die Rückwände zueinander. Okay, mittlerweile habe ich verstanden, wie du das insgesamt möchtest. Ja, ja, weil dann kannst du nämlich hier die Reihe direkt anfangen. Ach du Schande, die Dinger sind ja auch so ewig langsam. So, und ich habe tatsächlich, da hinten habe ich dran gedacht, hier vorne nicht. Shit. Ich darf wieder alles abreißen. Weil Lassens. Ich... Ja. Ich habe die nämlich hinten 2 hochgestellt. Also quasi die schweben da. Warte mal, welche Reihe habe ich da hinten genommen? Sonst muss ich die auch noch wieder umbauen. Shit, die haben einen Abstand.
Okay, Flame, wir haben ein Problem. Ihre wir. Ja, die Dekorantin Jenny hat ein Problem. Noch besser. Jetzt kommt's. Ja, weil so wie, also wir wollen es jetzt eigentlich direkt an die Glasscheiben ranbauen, weil dann kriegen wir nämlich 4 Reihen unter. Problem ist aber, die schon stehen, sind mit einem Abstand gebaut. Das heißt, die müssten wir im Zweifel neu bauen. Oder wir verzichten darauf und machen weniger Reihen. Na, mach weniger Freiraum, so wie es jetzt passt. Macht's irgendwie. Hauptsache, es funktioniert. Mach's irgendwie. Okay. Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Ah, ja, doch, können wir sogar tatsächlich machen. Ja, Flame. Ja. Ja, wobei, dann haben wir nur 2 Abstand. Wird halt mit Pech die Kabel dann, wenn da welche langlaufen, ein bisschen stören. Aber gut, so oft haben wir ja gar nicht oben und unten Input. Naja, das sollte, glaube ich, so gehen. Also. Ich steig bei Tungstate Dust ein, richtig? Nicht beim Erz? Das Erz macht ja so oder so schon zerkleinert. Genau, ja, Tungstate ist der erste Schritt. Okay. Aber was machst du jetzt hier unten? Hier ist ein ME-System. Ach so. Okay, deswegen. Du kannst auch gerne ein Kabel. Ja, du kannst ein Kabel und ein Terminal gern auch hier oben hinstellen, wenn du möchtest. Hier sind noch Channel frei. Das ist zu viel Arbeit, ich muss mich konzentrieren. Na, okay, verstehe. Ich muss dich ja irgendwie enttäuscht bekommen. Ja, das schaffst du auch so. Ich weiß, werde ich auch. Also. Da brauchst du keine Sorgen drum zu machen. Wie war das beim Blast Furnace? Das muss, Input muss unten sein. Okay, das ist schon mal doof. Du hast dich doch eben beschwert, dass du oben auf einmal 3 Large Chemical Reactor hast, ne? Willst du einen abtreten? Nein. Schade. 3 brauche ich habe 4. Willst du mal einen abtreten? Nein. Schade. Ich kann dir aber einen geben erstmal, wenn du bauen möchtest schon. Also einer stellt sich schon her, aber... Ja. Mist, dann klappt das doch nicht ganz so, wie ich wollte. So, wie ist das mit den Muffler Input Hatch? Any Bottom? Output Hatch? Any Bottom? Okay, das heißt, der muss tatsächlich alles unten haben. Ach du Schande. Wenn ich die Craft-Geschwindigkeit berechne, bin ich in ungefähr 2 Folgen soweit, alles zu haben. Ja, die ist komplett Quark. Ich brauche die Chemical Innards Machine Casings, richtig? Keine Ahnung. Sehr gut. Achso, ja doch, ich kann dir da aber auch ein paar von geben. Aber stell ruhig noch welche her. Weil wir haben, glaube ich, auch gar nicht genug. Weiß so ganz so viel wie 4. Okay, ich weiß jetzt selbst 18. Ich kann dir 32 geben erstmal. 18, machst du langsam. Wir brauchen CPUs. Ja, das sowieso. Shit, wie mache ich das jetzt? Vor allem auch geile Folge wieder. Mittendrin Cut und jetzt keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. So ein Plan? So, ich glaube, ich mach's anders. Ich werde. Ist das alles gar nicht? Hier den Input-Bus reinmachen. Den Output-Bus, der kommt auf diese Seite. Dann haben wir noch Maintenance, any bottom, Energy, any bottom. Du kannst mich mal. Dann hier. Oh. Ja. Mal wieder. Kannst du schlafen gehen, Jenny? Ja. Der nervt das Ding nicht ganz so stark. Ja. Irgendwie klappt das noch nicht so ganz gut. Danke dir. Gar kein Thema. Ja, hier auf jeden Fall erstmal Energy. Und zwar MV, das heißt, hier reicht ein HV. Plus
plus die Turbine. Habe ich schon mal zwei Sachen los. Dann brauche ich Maintenance. Maintenance möchte ich aber gerne vorne haben. Also Flame, für dich auch Maintenance, wenn möglich immer nach vorne. Okay. Damit man die vernünftig sieht. So, ja. Pulverizer heißt der anders? Ja, Macerator. Macerator. So, dann das und den Muffler mit HV, da wir immer noch keinen IV haben. So. Ja, der läuft gut. Das heißt, hier kommt Iridium Metal Residue Dust raus, was wir vielleicht mal, damit ich es durchlaufen lassen kann, schon mal holen sollten. So, Meteorik. Das Crushed muss man dafür nehmen, oder? Ich glaube ja. Wenn du da Fragen. So, Erzverarbeitung. Oh na. Ja, das Ding läuft ja die ganze Zeit. Wo hat der noch Nitrobenzin her? Oder. Ah, okay. Ach, dafür ist also da. War gut. Gut, Erzverarbeitung. Ah, Mensch. Hä? Wo kommt das alles her? Meine Güte. Hä? Wo kommt das alles her? Wo ist die Chemical Buff? Bad? Chemiebad? Was? Was? Chemical Bad? Ah, hab's, alles gut. Oh, gut. Lächeln und winken, lächeln und winken. Ja. Und rennen. So. Dann, jetzt mal eben gucken. Was jetzt das Richtige war, was ich brauche tatsächlich. Hä? Also. Iron, Copper. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Crushed. Tankstarte, Rock Salt. Ah, das ist schon alles durchgeballert oder was? Meteoric. Tatsächlich. So, und das muss jetzt dann nämlich in die Thermocentrifuge. Das ist das Ding hier unten. Was hoffentlich funktionieren wird. Es läuft auf jeden Fall. Gut. Dann. Kann es sein, dass du einen Homepunkt genau da hast, wo du Damage kriegst? Ja, wo ich so ganz zufällig die Treppe gebaut habe. Ich bin froh, dass ich ertrinke. So, dann. Maintenance Hatch. Und zwar brauche ich einmal für den Reaktor, genau. Dann einmal dafür und dafür. Das heißt, ich brauche 3 Chemical Reaktoren, ne? Da und da. So, hier kommt Nummer 3 hin und hier Nummer 4. Mit was für einem Treibstoff betreibe ich überhaupt nochmal hier? Was? Mit was soll ich die später anfeuern? Benzen bzw. Nitrobenzen, ganz genau genommen. So. Dann einmal hier komplett zubauen.
Macht es überhaupt Sinn, wenn das auf Multiplugger gehen, wenn das eh dauerhaft laufen wird, weil das ein abgeschlossenes System ist? Die sind halt stromsparender. Oh, wir sind auch schon bei 30 Minuten. Meinst du dennoch, dass es so viel Sinn macht? Sind halt gerade aktuell Ressourcen on Mars. Warum baust du alles so schwebend? Das habe ich gerade eben gesagt, weil so kommt man von unten noch gegebenenfalls an Inputs ran. Weil ich da drüben mehrere Inputs brauchte bei der anderen Reihe. Gut, dass wir hier keine Schwerkraft besitzen. Jo. Gut, aber tatsächlich können wir da gleich wirklich nochmal drüber reden. Weil ich habe jetzt gedacht, ach komm, machen wir jetzt immer Multiblöcke. Aber stimmt, wenn wir quasi für jede Maschine, für jeden Item eh ein eigenes Rezept machen, lohnt sich das vielleicht gar nicht mehr. Vor allen Dingen, dass Tank sagte, das darf ich jetzt ja erst durch die Autoclave jagen. Dauert 5 Sekunden und braucht fast 200.000 EU. Yo. Und ich stelle gerade 1.000 Liter her an Sodium-Tankstarte. Ja. Also wenn schon die Maschine nicht hinkommt, muss ich davon mehrere aufstellen und dann sind die Multiblöcke ja, quasi wieder nutzlos. Ja, die solltest du eigentlich als Platzhalter erstmal aufstellen, weil der Multiblock die Processing Factory ist, die ich halt baue, oder wofür ich das alles hier aufbaue. Was? Ja, für die Large Processing Factory brauchen wir Iridium. Ah? Das baue ich ja gerade auf. Ah? Und die Autoclave wird wodurch die Large Processing Factory ersetzt. Ah. Jetzt understanden? Nein. Ah, doch, gut. Klar, hab ich. Gut, dann würde ich aber sagen, wir überlegen uns das gleich nochmal eben. Weil wir haben jetzt irgendwie 4-5 Mal hin und her überlegt die ganze Zeit. Und tatsächlich wollten wir jetzt einzelne abgeschlossene Systeme haben. Das heißt beispielsweise bei Tankstarte. Das kann man ja zu über Sodium-Tankstarte dann wieder rum zu Scheelite machen. Dafür braucht man aber die ganze Zeit Calciumchloride. Und das Calciumchloride kriegt man eigentlich raus, wenn man das Scheelite wieder verarbeitet. Und da brauchen wir halt irgendwie einen Kreislauf. Das wollten wir eigentlich in einer Maschine zusammenbauen. Also quasi in einem geschlossenen Kreislauf. Aber tatsächlich, da wäre es vielleicht sogar ressourcenschonender, wenn wir nicht die Multiblöcke nehmen. Gut, müssen wir mal gucken. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass du geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao.